steckt das oben und dann kommt er über den Topf mit der Hilfe von seinen Freunden und dann die machen den Spaß, diesen geklauten Butter zusammen zu essen. Wenn Sie mich fragen, wieso ein Gottesintervention Butter klaut, das ist nichts anderes als, dass der unsere Herzen immer klaut. Unsere Herzen sollen so reich für Gott sein, damit in seiner Liebe, dass wir so schön